Ja, hallo und willkommen zurück zu Machinarium Let's Play Nummer 2. Wir sind hier geendet. Wir hocken schon auf diesen Rädern drauf und wollen jetzt durch diese Tür fahren. Dazu rufen wir noch einmal einen Wagen voller Bären. Wenn es überhaupt Bären sind, ich bin mir da nicht sicher. Und fahren rüber. Und da kommen wir drüben an. Wir sind in diesem Raum. Und, oh, da passiert was. Jetzt müssen wir leise sein. Ich mache die Musik ein bisschen leiser, damit er uns nicht hört. Die Beeren auf. Aber er sieht uns nicht. Ja. Jetzt passiert das, was so häufig passiert im Spiel, dass ich so toll finde. Es wird jetzt die Geschichte, bzw. die Beziehung, wie wir zu dieser Person, in der wir zu dieser Person stehen, wird es uns jetzt gezeigt. Diese Person scheint böse zu sein. Denn diese Person, die klaut hier die Sachen und hat uns einen Eimer auf den Kopf geworfen. Und, wohlgemerkt, unseren schönen Sandturm zerstört. Mann, ist der dick. Der fast nicht mehr durch dieses Rohr gekommen. Und er hat die Schnur mit hochgezogen. Schade. Ja, wir sind in dem nächsten Level gelandet. Was wir natürlich nicht machen können, ist hier einfach durch die Tür ins nächste Level laufen. Denn wir sind zu schwach. Wir kriegen die Tür nicht auf. Ich sag so, wir hätten uns diesen Cyberarm anschrauben sollen. Hier hängt etwas, das nehmen wir einfach mal mit. Hier blinkt was, da drücken wir einfach mal drauf. Wir Roboter mögen alles, was blinkt, und da blinkt auch was, aber können wir nichts machen. Und, oh, da ist ein Hebel, wir mögen auch Hebel. Alles blinken, und da ist was aufhören durch das, was wir mit Blinken gedrückt haben. Ich hab das schon gemerkt, keine Angst. Okay, wenn wir den Hebel drücken, dann kommt einfach ein neuer Wagen. Scheint wohl dieselbe Schaltung zu sein, wie die andere schon. So, hier gibt's einen Zettel. Schauen wir doch mal, was hier steht. Okay, jetzt müssen wir kurz umschauen. Hier gibt es eine Plattform, die wurde gerade auch auf dem Zettel gemalt. Es gibt hier ein Kran und irgendwie so ein Drehteil. Ein Loch, wo wir durch müssen, um weiterzukommen. Da können wir wahrscheinlich nicht rein. Da ist auch warme Luft. Oder kommt die warme Luft von hier? Die kommt von hier. Hier oben gibt es noch irgendeinen Gegenstand, wo wir was machen können. Wir müssen hier irgendwie rein. In diesen Wagen müssen wir bestimmt auch was machen. Hier an der Lampe können wir wahrscheinlich nichts machen. Da können wir eventuell auch was machen. Wir probieren einfach mal rum. Also, wir sollen in den Wagen, wir sollen hochgezogen werden, wir sollen auf diese Plattform springen und dann hier an dieses Gerätchen. Das steht hier auf dem Zettel drauf. Dann machen wir das doch. Und zwar müssen wir erst gedreht werden, dann nach unten, bis wir nach oben genommen werden, dann nochmal gedreht werden. Okay. Und das machen wir hier, dieser Schaltung. Und zwar, wenn wir den Schalter drücken, dann passiert das, was hier eingestellt ist. Mittlerweile nur nach unten, drehen und nix. Und da ist böse, da wollen wir nicht reinfallen. Also, wir wollen drehen, nach unten und drehen. So stand es zumindest auf dem Zettel drauf. Oh, schnell, lauf rüber, hüpf da rein. Hüpf. So. Jetzt müssen wir hier rüberkommen. Genau. Einfach im richtigen Augenblick drücken, sonst wären wir hier reingefallen. Gut. Dann sollen wir hier ran. Okay, wir haben hier einen Schraubenschlüssel. Den benutzen wir noch gerade mal. Ja, wir lassen ihn einfach fallen und können ihn hier aufnehmen. Wir brauchen ihn nicht mehr. Okay, wir sehen hier Kabel. Okay, die Kabel, die gehen hier von dieser Schaltung hier runter, da dann lang bis hier rüber. Zu dieser Klappe. Ja, da wir ja dieses Loch wollen, müssen wir uns wieder hochnehmen lassen, drehen lassen, aber diesmal nicht mit dem Uhrzeigersinn, sondern gegen den Uhrzeigersinn. Nicht andersrum. Nicht gegen den Uhrzeigersinn, sondern mit dem Uhrzeigersinn. So. Guten Morgen in der Schule, Fallobst. Ja, der blaue, der geht nach hier oben, also drehen wir hier an dem blauen was rum, da ändern wir einfach mal die Polung. Und das sollte eigentlich schon gewesen sein. Jetzt müssen wir hier wieder irgendwie runter, wir lassen uns einfach fallen. War ja klar. Unser Josef ist stark. So. Jetzt drücken wir hier auf diesen Knopf. Und dann rennen wir schnell rüber. Es dreht sich. Und dann lässt es hier fallen, das sind aber zum Glück nicht wir. Und jetzt haben wir genommen und dann müssen wir durch in dieses Rohr rein. Und dann sind wir auch schon im nächsten Level. Oh, nein! Ich hab so pennt.
du, okay. Also, wir können nicht sterben. Ja, okay. Ja, Feuer. Schnell rüber. Nein, nein, klein machen, klein machen. Ja, jetzt rennen, rennen, rennen. Schnell. Ihr seht schon, man muss manchmal auch getimed hier rumlaufen. So, und jetzt klicke ich auf die ganze Zeit, damit ich hier rüberkomme. Okay, wunderbar. So, und dann sind wir auch schon im nächsten Level. So schnell haben wir das Level hier geschafft. Oh, psst. Da ist der Dicke wieder. Mit seinem Freund. Der hat eine Pistole. Die Musik finde ich gerade sehr toll. Oh, was bauen die da? Sieht nicht gut aus mit Reden und so einem Gerät. Oh, und dann die... Oh, und wieder. Aha. Du etwas andere... Etwas dünnere, aber trotzdem dicke. Hat uns ausgeschüttelt. Okay. Ja, ich sag's euch ja. Die Polizisten. Eure Freunde und eure Helfer. Ja, einfach nur grinse Banditen und dann machen die schon nichts. Naja, also man merkt schon, die Polizisten hier, die sind einfach nur rumstolzierer, die machen nichts. Nein! Jetzt war ich zu laut. Jetzt. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Tut mir leid, jetzt war ich zu laut. Das wollte ich nicht. Ja, er kann uns einfach mit einem Arm hochheben und wir sind in der nächsten Landschaft gelandet. Gut, was sind wir hier? Wir sind in einem Gefängnis. Hier ist ein Gully, dort geht es wahrscheinlich raus, weil wir finden hier keine Tür, wir können hier nicht raus. Da ist ein Rattenloch, da schauen wir doch einfach mal, was das Rattenloch so macht. Okay, da geht's weiter in ein anderes Gefängnis. Gut, da kommen wir noch nicht hin. So, was gibt's hier noch? Es gibt hier Klopapier, dann nehmen wir noch einmal was runter. Können wir nochmal? Nee. Ah, wir können uns aufs Klo setzen. Das wusste ich noch. Aber jetzt bin ich mal leise, weil er sagt nämlich auch was. Sagt er. Ich mach's mal lauter und mach's nochmal. Josef ist doch süß. Presst erst rum und dann. So, hallo! Du willst etwas zu rauchen. Wieso sitzt du hier im Gefängnis? Du hast komische Augen. Du hast einen komischen Körper. Du hättest auf der Schrotthalde landen sollen, nicht ich. Okay, du willst was rauchen. Gut, hab's verstanden. Wo können wir noch klicken? Da können wir nicht durch, aber da müssen wir wohl durch, wenn er da, da ist noch. Irgendwie Seetang, Gras. Und hier können wir auch noch klicken. Gut, da drehen wir nur was. Klicken nochmal. Immer mehrmals klicken bei dem Spiel. Wenn man irgendwas machen kann und es passiert nichts, dann einfach nochmal draufklicken. Vielleicht nach dem 5., 6. Mal kann man dann aufhören, aber einfach nochmal klicken. Ja, jetzt will er doch eine Zigarette haben, dann basteln wir doch eine. Geht nicht. Er sagt wieder, Okay. Ja, gut, da sind auch Tropfen dran. Wahrscheinlich ist es einfach zu feucht. Aber wir haben hier ja noch die guten alten 60 Watt Glühbirnen. Dort können wir das trocknen. Und dann haben wir trockenes Gras. Und daraus bauen wir jetzt die Zigarette. Und die geben wir ihm jetzt. Oh, oh ja, gehen wir halt den kleinen hin. Ja, die guten alten 60 Watt Glühbirnen. Schade, 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 dass die bald überhaupt nicht mehr geben wird. Sind da jetzt schon offiziell verboten? Also, kann nicht verboten, aber dürfen nicht mehr produziert werden. No, schade, schade. Ja, hier, nimm deine Zigarette. Ja, ich wollte gerade sagen, Feuer habe ich nicht, aber du hast ein kaputtes Auge, da kriegst du selber die Zigarette an. Und du gibst uns deinen Arm und wir verschlingen ihn natürlich gleich. Roboter zeigen somit ihre Freundschaft, wenn sie die Arme von ihren Leuten verschlingen. Nein, wir brauchen diesen Arm natürlich. Und zwar, um hier in Kontakt mit den anderen beiden zu treten. Ja, hallo, da bin ich. Ich bin der Josef, wer seid ihr? Der Dünne muss den Dicken heben. Gut. Oh, da geht's nicht weiter. Da ist aber noch ein Loch. Ja, also unser kleiner Chunky, der hat einen ziemlichen Teleskoparm. Da können wir doch einfach mal hier ziehen. Ja, nehmen wir auch diesen Besen. Gut. Und der Besen, der passt natürlich auch in uns rein. Und da ist sein Arm wieder. Der hat nicht so gut geschmeckt. Ja, jetzt, was können wir mit diesem Besen machen? Wir wollen mit diesem Besen natürlich hier durch. Geht nicht, aber wir können den verbinden und dann passt es auch so perfekt, wenn ihr das seht, passt es perfekt aufeinander. Damit können wir das
Aufdrehen. Die Hebelwirkung. Oder so. Hep, und in die Situation. So. Ihr zwei, wir befreien euch gerade mal. Und du, Chunky, willst nicht mit? Er will nicht mit. So. Und dann befreien wir euch mal. Na komm. Raus hier. Hallo, ich bin... Okay, und wir machen einfach wieder zu. Ihr seid komisch. Versauert ruhig in eurer Zelle. Ihr seid komisch. Ja, wir haben ja alles gemacht. Dann gehen wir einfach mal weiter ins nächste Level. Und da ich mal wieder einfach nur einen Tipp anschauen will, schauen wir einfach mal einen Tipp an. Können wir noch nicht. Immer noch nicht. Okay. Ja, dort ist wieder so ein Teil zum Aufdrehen. Dann machen wir das auch gerade mal. Oh, oh, die Ratte, Achtung. Oh, gut. Nein. Tja, uns ist geklaut. Okay, wir brauchen das nicht mehr. Aber nett gemacht. Die Ratte läuft vorbei und wir brauchen sie nicht mehr. Aha, dieser Böse da. Oh! Da bin ich. Bzw. wir. Wieso ist Josef? Mit seiner Freundin. Oh, oh. Oh Mann, wir werden immer gemobbt. Und... Sehr süßes Fliegen. Keine Vögel, sondern Muttern. Schraubmuttern rum. Ja, du Bösewicht. Oh oh, er könnte uns sehen, wenn wir hier greifen. Ja. Da können wir Tschüss. Oh, jetzt können wir greifen. Nein. Oh, okay. Wir machen es schneller. So, da hängt ein Schlüssel. Mit diesem Schlüssel können wir bestimmt was machen. Hier ist ein Schlüsselloch. Da ist es die Überwachungskameras. Eigentlich müsst ihr ja sehen, dass wir nicht mehr drin sind, wenn hier die Zellen aufgebaut sind. Ja. Dürfen wir raus? Nee, da sagt er, sieht uns auch. Okay. Umwerfen. Und hier die Kugel nehmen. Okay, jetzt haben wir hier die Kugeln. Okay, jetzt können wir raus. Jetzt kannst du raus. Jetzt ist er doch hinten. Ja, da sammelt er Kugeln. Geh raus. Achso, nee, oh, wir haben keinen Schlüssel. Ah, hier zurück. Wir müssen noch den Schlüssel holen. Okay. So, jetzt raus. Ah, okay. Das war zu langsam. Ja. Gut. Dann nehmen wir nochmal die Teile. Ah, wir müssen ihn nochmal umwerfen. Wo auch immer die Kugel landet, die er da hochschießt. So. Wir können noch was machen. Wir können hier die Kugeln hinwerfen. Er hat uns nicht gesehen. Klar, wir haben die Kugeln an ihm vorbeigeworfen. So, und jetzt wollen wir hier nicht über die Kugeln laufen. Okay, ist nichts passiert. Dann andere Loch. Schlüsselloch. Okay, ja, oh ja, lauf schnell wieder zurück. Okay. Ja. Flieht! Flieht! Ihr Narren! Ich habe euch geholfen, indem ich da Kugeln hingemacht habe, damit ich... Ja, ja. Renn weg. Ja, gut. Dann sind wir hier alleine. Gut, da... ja, laufen wir doch mal auch da raus. Nein! Oh, it's Mashy, du hast sie selber hingelegt. Gut. Aufregung genug. Ich beende hier mit dieser Aufnahme. Da müssen wir uns erstmal jetzt erholen von dem Schrock. Schock, Schrock. Von dem Schrock. Klar, ich hatte heute einen Schrock. Und zwar, weil ich Kugeln geklaut habe und über Kugeln gerutscht bin, hatte ich heute einen Schrock. Wieso gibt's das Wort Schrock noch nicht? Egal, ich hatte einen Schock. Ohne R. Damit beende ich die Aufnahmen und wir sehen uns dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin euer Fallobst Birne. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.